Zerborstete Wände, ausgebombte Häuser. Unter intakten Dächern sieht es nicht selten so aus. Wir blicken in beinahe menschenleere Straßen, dort, wo vor dem Einmarsch des sogenannten Islamischen Staates, abgekürzt IS, seit beinahe 2000 Jahren vor allem Christen leben. Wer hat die Häuser eingezündet? Da waren nicht nur ISIS da. Die waren die Leute, die Mitbürger, die Nachbardörfer. Die sind reinmarschiert. Die haben unsere Häuser eingezündet. Im Nordirak sind die verbliebenen Christen einer neuen Gefahr ausgesetzt. Aber nun geht es um die Frage, können die Menschen, die von dort geflohen und vertrieben worden sind, tatsächlich wieder zurückkommen, die Hunderttausende, die ihre Heimat verloren haben. Für uns, dass er in seinem Ministerium weitermachen kann, meine sehr verehrten Damen und Herren. Are building the walls, we can. Von 11.800 Familien, das sind ungefähr 5. Was ist geschehen, was haben wir gemacht? Wir haben 4.305 Häuser wieder hergestellt. Ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen, zum Beispiel einer Lehrerin aus Mosul. Wir setzen das Geld direkt 1:1 bei den Menschen ein. Das kommt direkt in diesen Regionen an.